Wenn sich der Herbstnebel über dem Wörthersee so langsam verzieht, dann geht's los. Ein letzter Blick aus dem Seehotel Europa und dann rauf nach Köstenberg. Und es heißt herzlich willkommen im Golfland Kärnten zum 12. Sky Golf Cup in Velden am Wörthersee. Eine großartige Ehe, weil wir das schon seit 12 Jahren machen und es ist immer wieder faszinierend, wie mit welchem Enthusiasmus unsere Kunden dabei sind und es freut uns einfach, dass wir mit den Kunden so eine nette Zeit und einen netten Tag verbringen können. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr einen Länderkampf zwischen den Sky-Abonnenten aus Österreich und denen aus Deutschland. In aller Freundschaft, versteht sich. Es ist schon eine gewisse Anspannung da, wenn es gegen unsere deutschen Freunde geht, aber ich bin guter Dinge, dass wir, glaube ich, gut gerüstet sind heute. Der Sky Golf Cup in Velden am Wörthersee. Schon seit dem Frühjahr ausverkauft und mit einer langen Warteliste. Aber ein großartiges Erlebnis für die 120 Glücklichen, die dabei sein durften. Und die hauten sich wieder mächtig rein. Sie gaben wieder alles, auch in Sachen Outfit. Hilft so eine Hose beim Spielen? Also ich denke mir, Hauptsache man hat überhaupt eine Hose an und deswegen ist es eigentlich wurscht, was für eine. Erstmals dabei Österreichs Top-Fußball-Kommentator Thomas Truckesitz, der jetzt auch beim Golf von rot-weiß-roten Heldentaten berichten wollte. Ja, großartig, tolle Veranstaltung. Das Wetter könnte nicht besser sein. Der Platz ist großartig, Stimmung ist toll. Also es ist ein richtig schönes Event. Schließlich wurde vor dem beeindruckenden Panorama der Karawanken auch etwas geboten. Für die meisten war das erste Ziel die Haarfee-Station. Aber auch unterwegs wurden die Sky-Abonnenten mit feinen Snacks und den Kreislauf anregenden Getränken versorgt, um die Herausforderungen des leicht hügeligen Platzes zu meistern. Die Weinkellerei Lenzmoser und das Rapsorapshödel sind ja edle Produkte, die was wir unseren golfspielenden Kunden besonders ans Herz legen wollen. Ein Traumtag eben. Und das animierte den ein oder anderen auch zu golferischen Höhepunkten. Obwohl hier der Spaß am Spiel ganz klar im Vordergrund stand. Coole Sache, wie immer. Ich liebe es. Sky Golf Cup in Velden, perfekt. Mehr braucht man nicht. Aber das war ja noch nicht alles. Der Abend wurde mit einem stimmungsvollen Come Together im Portofino über dem Wörthersee eingeläutet, bevor das Seehotel Europa die Teilnehmer mit mediterraner Küche verwöhnte. Die bewegten Bilder des Tages brachte die Sky Golf Cup Familie dann in die richtige Feierlaune. Es sind lustige Leute, die haben Spaß am Sport und sie sind genau die Zielgruppe, die so gut in unser Haus passt. Im Länderkampf konnten die Österreicher übrigens ihren Heimvorteil nutzen. Und auch die Bruttopreise blieben im Lande. Bereits zum zweiten Mal gewann Monika Hanniger aus Wien den Sky Golf Cup. Und zum ersten Mal der sichtlich überwältigte Harald Scheucher aus der Steiermark. Ja, es ist ein Traum wahr geworden. Das hätte ich mir nie gedacht. Ich komme daher, erstens einmal ein super Turnier, ein schönes Wetter, alles miteinander und dann spiele ich noch gut. Es ist der schönste Tag in meinem Leben. Wow, wenn das mal kein Grund ist, weiterzumachen. Also, auf Wiedersehen in Velden im nächsten Jahr, beim 13. Ja!